Gut, war alles sehr teuer, muss ich durch. Hauptsache, es wird alles fertig gebaut und die Leute sind zufrieden. 63% Zufriedenheit haben wir noch. Sieht gut aus, auch wenn sehr, sehr viele Rebellen unterwegs sind. Wir werden bald unsere Militärbasis bauen. 15 Bürger kommen in Tropico an. In letzter Zeit sehe ich viele neue Gesichter. Das ist toll, denn ich stehe darauf, neue Leute kennenzulernen. Willkommen in der Jolly Roger Neuankömmlinge, wo es Pflicht ist, zu trinken, zu feiern, El Presidente hochleben zu lassen und einfach Spaß zu haben. Genau so ist es. Wir haben noch 90 Obdachlose. Verdammt. Viel zu viele. Ich muss das Geld eigentlich anfassen und weitere Gebäude bauen. Jetzt brauchen wir erstmal die Highschool. Anschließend bauen wir auch schon mal die Universität. Wo baue ich die denn hin? Kommt hier vorne mit ran. Werden wir später noch einen Parkplatz hier hinbauen, hinzimmern. Herzlichen Glückwunsch, Präsidente. Bauen Sie eine neue Klinik. Das hatte ich eigentlich vor, kommt aber später. Das Gesundheitswesen, wie sieht das jetzt aus? Gesundheitswesen, Gesundheitsversorgung, 41 Todesfälle durch schlechte Gesundheitsversorgung, insgesamt schon 31. Mein Vater hat immer gesagt, Unwissenheit ist Glück. Kann ich verkünden, dass unsere Familienmitglied erfolgreich nach seiner Ausbildung im Ausland zurückgekehrt ist. Ich darf anerkennen oder anmerken, dass es mich freut, zu verkünden, dass er nicht nur gebildet, sondern auch mit einer gewissen Resistenz gegen alkoholische Getränke zurückkehrt. Plus 20 Achsenmächtebeziehungen. Freut mich sehr. Gut, damit haben wir wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Ich brauche auch wieder Kohle. Wir sind jetzt bei 16.000, 18.000, 20.000, die wir kriegen. Es ist noch nicht genug. Für die ganzen Bauprojekte, für die ganzen Bauvorhaben, die wir hier noch verwirklichen wollen, brauchen wir noch weitaus mehr Kohle. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente! Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Okay, rechnen Sie mit größeren Rebellenaktionen gegen Ihr Regime, solange die Bedrohung durch die Rebellen nicht verringert wird. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich noch ein paar Wachtürme bauen, oder? Ich weiß es nicht. Inquisition, Observatorium oder ein Militär vor. Bauen wir das eben. Ja, meine Leute haben es ja nicht anders gewollt, ne? Ich kann ja nichts für. So, schneller bauen. Ihr habt so gewollt. Wir haben 75% Zufriedenheit. Ich weiß gar nicht, warum die alle zu Rebellen werden. 75, warum? Freiheit ist bei 76, Religion bei 53, 70 bei Nahrung, Gesamtzufriedenheit nur 52, karibische Zufriedenheit 45. Wir sind auf jeden Fall drüber. Trotzdem haben wir 75%, die einen Daumen hoch geben. Vielleicht, weil wir jetzt endlich ein Militär vorhaben. Ich habe keine Ahnung. Das kann auf jeden Fall ebenfalls auf Erkundungstour gehen. Das kann aber noch eine Weile dauern. Das ist jetzt nicht das Vorgreifende, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Forschungspunkte. Die kriegen wir hier. Wenn es das neue Observatorium gibt, hoffe ich, dass mein Horoskop etwas zutreffender wird. Nicht falsch verstehen, liebe Astrologen. Aber die letzten 20 Mal... Herzlichen Glückwunsch, Präsident. Bauen Sie eine neue Klinik. Das werden wir tun, nachdem ich noch weitere Wohngebäude gebaut habe. Die wir übrigens jetzt schnell bauen können. So, hab zwar kein Geld mehr, aber das ist egal, das hat sich gelohnt. Eine Straße noch hoch und für weiteres Geld werden wir schon noch sorgen. Zwölf Bürger kommen wieder in Tropico an. Wir werden jetzt schneller forschen. Die Panzer sind gleich fertig. Dann können wir zum ersten Mal eine Militärbasis bauen.
Tischmanieren, Delegation, Bündnis. Stadt wird immer voller. Zumindest was die Häuser angeht, wird es nicht weniger. Präsidente, wir kommen. Sehr schön, die Militärbasis ist endlich freigeschaltet. Es wurde aber auch Zeit. Anschließend zu den Tischmanieren kommt Trockendock, Generäle und Sozialismus. Die Rebellen kriegen wir schon wieder unter Kontrolle. Das ist nicht unbedingt das Problem. Ganz abscheulich. Ganz abscheulich, genau. Sehe ich genauso. Gut, Wohnungen gibt es genug. Es kommen immer mehr Aufträge dazu. Ich kann die gar nicht erfüllen, weil ich viel zu viel Ausgaben habe, also viel zu wenig Geld verdiene. Dabei verkaufen wir sogar Stahl. Aber kriegen wir nicht sowieso zwei kostenlose Rohstoffgebäude, dann baue ich die jetzt einfach. Alliierten haben was überwiesen, wir kriegen auch noch Kohle. 42.000 haben wir jetzt, das sieht gut aus. Also Rohstoffgebäude, Plantage. Einmal für Tabak. Macht sich hier überall überhaupt nicht gut. Hier ist der einzige Platz. Na gut, dann bauen wir es hier mit hin. Eine Straße brauchen wir ebenfalls, die von da nach da führt. Außerdem brauche ich dann noch eine neue Industrie, am besten die Zigarrenfabrik. Wird schon dafür sorgen, dass wir noch mehr Geld kriegen. Einmal bitte ausbauen. Okay, dann sorgen wir für weitere Wohngebiete. Jetzt kriegen wir hoffentlich wieder genug Kohle rein. So. Weitere Häuser. Okay, und wenn jetzt die Leute alle irgendwo untergebracht sind, bauen wir demnächst endlich das Stromkraftwerk. In 4 Monaten kommt erst das nächste Schiff, die erwarteten einen. Ich bin so wütend! Ich kann nicht glauben! Die Rebellen greifen an, wieder mal. Frauen stehen auf Männer in Uniform! Wenn's mal so wäre. Greifen ausgerechnet die Farmen an. Ergebt euch! Wir werden's euch zeigen! Ah, immer diese Rebellen, furchtbar. Meine Leute hauen schon ab. Ah, der Turm kämpft mit. Sehr gut. Ich brauche mehr Wachtürme. Hier unten ist schon alles kaputt. Hier sind unsere neuesten Forschungsergebnisse. Delegation und Bündnis freigeschaltet. Freut mich. So, die nächste Farm ist hin. Lösen sich alle wieder auf. Das hat euch jetzt so wie viel gebracht? Well, was gebracht? Es hat zwar nichts gebracht und das Land ist offiziell in einer Wirtschaftskrise, aber wir schätzen ihre Bemühungen. Regierungsausgaben, mehr Außenhandel. Was auch immer ich dafür kriege. Ich brauche wesentlich mehr Militär. Okay, wir bauen demnächst die Militärbasis, wenn wir wieder Geld haben. Wir haben sehr viel exportiert, aber trotzdem nicht genug Kohle. Wie viele Obdachlose haben wir denn noch? Immer noch 94. Wir müssen auch so verdammt viel bauen, es ist so nervig. Brauchen auch noch eine neue Klinik.
stellen wir dann hier mit hin. Da haben wir 3 Stück. 3 müssten eigentlich reichen für 300 Leute. Ich meine, noch ist unsere Zufriedenheit hoch, bloß die Rebellen gehen mir tierisch auf den Senkel. Theoretisch müsste ich die mal alle umbringen. So, wir haben wieder Kohle bekommen, sehr schön. Können wir weitere Wohngebäude bauen. So, dann brauche ich auch weitere Straßen. Okay. Wir werden später noch einen kleinen Laden bauen. Jetzt kommt erstmal eins nach dem anderen. Das hier wird nicht beliefert. Die Rumdistillerie liegt natürlich daran, dass wir jetzt im Moment keine Zuckerplantage haben. Die muss ja erst wieder aufgebaut werden, dank den Idioten. Mann, Mann, Mann. Forschung. Noch 1 Monat, dann haben wir die Panzer. Tischmanieren, Delegation, Bündnis. Wann kam das denn, dass wir die ganze Insel erkunden können? Ah, hier. Der Kompass. Ah, ist jetzt gleich soweit. Gut. Wir haben jede Menge neue Aufgaben. Guter Freund, meine diplomatischen Kollegen wollen, dass wir... Gut, wir verbünden uns. Präsidente, nach langer... Trockendock freigeschaltet, ist schön, aber brich mich doch nicht ab, wenn ich hier gerade dabei bin, irgendwas fertig zu machen. Bündnis, diplomatische Aktion, möchten Sie... Die Alliierten gehen aufs Ganze und rücken mit ihren Streitkräften gewaltig vor. Sie versicherten mir, dass noch zu unseren Lebzeiten Frieden herrschen wird. Überleben Sie den Überfall. Bündnis mit den Alliierten. Ups. Hätte man mir das nicht vorher sagen können? Mehr habt ihr nicht drauf? Nee. Viva el Presidente! Ich habe ja nicht mit sowas gerechnet. So, wieder aufbauen. Ach, Mann, das auch noch. Na gut, die Gesundheitsversorgung müsste eigentlich relativ gut aussehen, oder? Gesundheit 49%, 38 Todesfälle nur noch. Boah, ist das teuer. Danke, ihr Arschlöcher. Hätte ich mal das Bündnis nicht gemacht. Wacker geschlagen, mein Freund. Die Achsenmächte haben mir schlaflose Nächte bereitet. Aber das heißt auch, dass ich mich jetzt mit noch größ... 7.000 in die Staatskasse, damit ich wenigstens wieder aufbauen kann. So, das machen wir später. Hunderttausend heulende Höllenhunde, Präsidente! Wir... Weitere größere Rebellenaktion, das auch noch. Warum das denn? Ich habe für so viel Zeug gesorgt. Warum sind immer noch so viele Rebellen da? Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen... Ah, die lieben mich doch. Kamerad Präsidente, laut Leitfaden ist... Nein. Herr Präsident, ich sehe dumme Menschen. Sie sind überall. Na und? Was? Mehr Handel? Was für eine ungewöhnliche Idee. Ich werde auf der Stelle ein entsprechendes Gesetz verfassen. Ich soll jetzt erstmal eine Militärbasis bauen und das baue ich auch. Allein schon, weil ich wütend bin. Dank dieser ganzen Zerstörungswut hier überall könnte ich durchdrehen.
So, eine Festung, eine Militärbasis kostet ebenfalls sehr, sehr viel. Da muss ich durch. Wo stelle ich die noch hin? Hier. So, und die Insel ist wenigstens komplett erkundet. Endlich. Präsidente, wir haben heraus... Wieder etwas Neues freigeschaltet. Sehr schön. Stahlexport läuft. Ich muss auch noch die Rumdistillerie wieder aufbauen. Das dauert auch eine Weile. Wie sieht's aus? Wie viele Leute sind jetzt noch obdachlos? 116. Warum? Da wohnt gar keiner drin. Kostet das zu viel oder wie? Ich bin so wütend. Rebellen greifen schon wieder an. Weitere Nachrichten. Die Rebellen haben die ersten Verteidigungslinien des Palastes von El Presidente durchbrochen und sind dabei, ihn zu umzingeln. Raoul, wenn du das hörst, ich weiß, jetzt ist nicht die beste Zeit dafür. Doch ich glaube, wir sollten andere Leute sehen, Raoul. Du wirst immer mein besonderer kleiner Rebell bleiben. Hätten die nicht wenigstens erstmal die Festung fertig bauen lassen können? Oh Gott, ist das nervig. Gut, wir haben gleich verloren. Hat ja super geklappt. Wir haben die Chance, den Ausgang der... Präsidente, stoppen Sie die Forschungen auf der Stelle! Sonst entdecken sie noch den Sozialismus. Ich habe gerade entdeckt, dass ich eigentlich total ungeeignet bin für dieses Spiel. Oh. Ich hätte mich schon viel früher um Militär kümmern müssen. Die Leute wollen mich und trotzdem machen mich die Rebellen fertig. Es ist doch Wahnsinn. Wir verlieren diese Schlacht. Und hier wird auch nichts fertig gebaut, während dieser Kampf tobt. Also es ist völlig sinnlos, jetzt irgendwas noch zu machen. Wir warten nur noch darauf, dass der Palast abbrennt. Präsidente, wussten Sie, dass es einen Vulkan auf der Insel gibt? Nun, jetzt wissen Sie es. Die Weltwirtschaft, die... Das war's. Na gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich danke euch fürs Ansehen und bis gleich.